Guten Morgen! Neben der Umstellung auf die Rohkost, die dieses Jahr mein Leben verändern wird, hatte ich ja schon vor einigen Wochen annonciert, dass ich auch mal mein berufliches Leben komplett neu ausrichten möchte. Seit 8 Jahren verdiene ich mein Geld mit Sachen, die mir Freude machen und vergeude keine Minute mit Dingen, die mir keine Freude machen. Relativ egoistisch. Aber meine Entwicklung hört offensichtlich niemals auf, denn dieser egoistisch geprägte Lebensstil reicht mir nicht mehr. Und deshalb habe ich vor einem Monat in meinem Video schon angekündigt, das Video findet ihr oben in den Infokarten, dass ich ab 2016 nicht nur die Dinge machen möchte, die mir Freude machen, sondern auch die Dinge, die ich zusätzlich als richtig empfinde, die also meiner Moral entsprechen. Ich habe in meinem Leben schon viele Dinge beruflich gemacht, die mir Freude gemacht haben. Aber die moralisch nicht in meinen Überzeugungen entsprachen. Und meistens habe ich mir über Moral überhaupt keine Gedanken gemacht. Und die vegane Ernährung und der Boost der Lebensqualität durch eine sich moralisch richtig anfühlende Ernährung hat mir gezeigt, dass Moral kein antiquierter Begriff ist für irgendwelche Theoretiker, sondern dass Moral praktisch relevant ist. Dass moralgerechteres Handeln das Leben erfüllender gestaltet. Das ist eine der Erkenntnisse des Jahres. Und entsprechend habe ich ja schon annonciert, dass ab 2016 jeder Euro, der verdient wird, durch eine moralisch sich richtig anfühlende Arbeit eingenommen wird. Zumindest ist es mein Ziel. Wie praktisch umsetzbar das ist, das wird die Zukunft zeigen. Es ist mein erklärter Wunsch und ich möchte euch, genau wie an meiner Ernährungsumstellung, erst auf vegan und nun auf die Rohkost, daran teilhaben lassen. Zu 100% ehrlich und authentisch. Und deshalb werde ich etwas machen, was glaube ich vor mir noch keiner gemacht hat. Ich werde jeden Monat meinen monatlichen Gewinn aus meiner Arbeit hier bei YouTube posten. Da ich explizit die YouTube-Einnahmen weder direkt noch indirekt posten darf, warum auch immer das so ist, steht aber in den AGBs irgendwo drin, werde ich einfach meinen monatlichen Gesamtgewinn posten, was wahrscheinlich sowieso interessanter ist, durch meine Arbeit. Dass sich diese Zahl zum einen aus den verschiedenen Komponenten zusammensetzt, als auch die Ausgaben inkludiert, kann man nicht direkt und auch nicht indirekt auf die YouTube-Einnahmen zurückschließen. Ziel ist natürlich irgendwann, von sich moralisch richtig anfühlender Arbeit leben zu können. Ob das realistisch ist? Keine Ahnung. Ob ich das Ziel erreichen werde? Keine Ahnung. Wir werden es gemeinsam erleben, indem ich euch darüber auch auf dem Laufenden halte. Über Geld spricht man nicht. Das ist ein Satz, den ich für lächerlich halte. Geld ist ein universelles Tauschmittel und wichtig. Und warum sollte man nicht sagen, was man verdient? Was ist denn für mich die Arbeit, die ich für richtig halte? Konkret. Eine Arbeit, die Menschen bewusster macht. Die Menschen animiert über ihr Leben nachzudenken und die Menschen inspiriert auszubrechen aus gewohnten und konditionierten Denkmustern. Aber nicht mit dem Ziel in neue Muster zu verfallen, wie viele dieser Lebensweisheiten oder ja, Empfehlungen, sondern ein Leben voller Lebendigkeit und Zufriedenheit leben zu können. Ich habe das erreicht mit den denkbar schlechtesten Voraussetzungen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Ich war fett, ich war depressiv, ich war gesundheitlich am Ende und war gefrustet von der Ungerechtigkeit des Lebens. Aber ich habe mich selber da rausgezogen und möchte gern dieses Wissen und diese Lebenseinstellung nicht nur teilen, sondern auch vorleben. Und dafür reicht es mir nicht aus, nur im realen Umfeld Menschen zu helfen, sondern auch hier auf YouTube möchte ich weiter jeden Tag Menschen inspirieren. So wie ich das bisher auch getan habe. Meine Arbeit ist also sowohl nun online als auch offline. Aber auch offline möchte ich ja, von den privaten Coachings hin zu Situationen, wo ich mehr Leute erreiche. In diesem Zusammenhang gehe ich eben als Smoothie Man in die Grundschulen und kläre die Kinder über eine gesunde Ernährung auf. Ich werde an der Volkshochschule im Laufe des Jahres versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen und so weiter. Aber online hat natürlich eine noch größere Reichweite und entsprechend liegt da auch ein größerer Fokus. Gerade weil ich dadurch viel sinnvoller Geld verdienen kann. Wenn ich als Smoothie Man in die Schulen gehe, dann muss mein Auftritt ja bezahlt werden und entsprechend ist es so, wenn ich so viel Geld verlange, dass ich nur von diesen Auftritten leben könnte, was derzeit absolute Utopie ist, da ich weder genug Aufträge habe, als auch die Eltern der Kinder nur bis zu einem gewissen Beitrag bereit sind, Geld für ein Schulevent, so sinnvoll es auch sein mag, auszugeben.
Und daher gehe ich derzeit pro Smoothie Man Auftritt mit ca. 5 bis 7 Euro Gewinn aus einer Stunde Arbeit raus, brutto wohlgemerkt. Dazu kommen noch 1-2 Stunden Anfahrt. Aber ich liebe diese Arbeit und ich empfinde sie als so bedeutend, den Kindern die Lust an gesunder Ernährung beizubringen, dass ich lieber den Preis niedrig halte, um möglichst viele Aufträge zu erhalten. Bei YouTube hingegen hat man die Möglichkeit, durch ein gemeinsames Engagement große Firmen meine Arbeit unterstützen zu lassen. Jedes Mal, wenn ihr, bevor ihr auf Amazon einkauft, einen Amazon-Link von mir anklickt, und dabei ist es egal, ob ihr das Produkt kauft oder ob ihr das nicht kauft, bekomme ich von der Summe, für die ihr einkauft, von eurem Warenkorb, 1-5%, ohne dass ihr mehr bezahlt. Das zahlt ihr Unternehmen. Jedes Mal, wenn ihr auf einen Werbebanner klickt, was ich auch jetzt in Zukunft einblenden werde, bekomme ich ein paar Cent für diesen Klick von euch. Zahlen tun das alles die Unternehmen. Und entsprechend sehe ich da viel mehr Potenzial. Aber natürlich wird das gerade jetzt am Anfang eines YouTube-Kanals immer noch nicht ausreichen, um auch wirklich nur von dieser Arbeit leben zu können. Aber daher ist es auch ein Projekt. Ein Versuch, eine neue Lebensaufgabe mit wirklich moralisch einwandfreier Arbeit so viel Geld verdienen zu können, dass ich irgendwann davon leben kann. Und das Geld, was ich eventuell, man darf ja träumen, darüber hinaus verdiene, auch wieder einzusetzen für eine bessere Welt, indem ich vielleicht irgendwann die Möglichkeit habe, kostenlos an die Schulen zu gehen, dadurch auch mehr Aufträge zu erhalten, kostenlose Retreats anbiete oder irgendwann mal eine Begegnungsstätte, die offen für alle Hilfesuchenden ist, einrichte. Aber das ist alles Zukunftsmusik, aber das sind meine Träume. Aber ihr werdet weiter daran teilhaben, an meinem Leben. Wenn es nicht klappt, dann muss ich sicherlich irgendwann auch wieder Arbeiten nachgehen, die moralisch sich nicht gut anfühlen. Denn Überleben, das steht für mich natürlich an erster Stelle. Hier geht es ja bei dem Versuch nicht um ein Schaka, du kannst alles schaffen, Motivationsprojekt. Das ist mir ganz wichtig zu erwähnen. Hier geht es darum, realistisch zu beobachten, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das bedeutet aber Träume leben. Das Video dafür findet ihr oben in den Infokarten. Das, was man tun kann, das sollte man tun. Und was eben nicht funktioniert, das funktioniert eben nicht. Aber immer das Optimum rausholen aus seinem eigenen Leben und neue Wege beschreiten, ohne Angst vorm Scheitern. Auch eines der Dinge, die ich ja wirklich den Menschen auch hier bei YouTube beibringen möchte. Was ich jetzt auch noch zusätzlich eingerichtet habe, ist ein Patreon-Account. Das bedeutet, diejenigen unter euch, die meine Arbeit nicht nur mit Klicks auf Werbung oder Amazon-Bestellungen unterstützen wollen, sondern direkt monatlich einen Betrag bereit sind für meine Videos oder für meine Arbeit als solche zu geben, die können das unter folgendem Link tun. Jeder Euro ist natürlich willkommen, gerade in der Startzeit dieses Projekts bin ich wahrscheinlich besonders darauf angewiesen. Ich werde wohl realistisch betrachtet wahrscheinlich im Januar nicht über 200 bis 300 Euro Gewinn für den Monat hinauskommen. Das ist noch nicht mal meine Miete. Und ich bin ja schon voriges Jahr in eine Wohnung umgezogen, die, sag ich mal, relativ bescheiden ist. Sie hat gerade 28 Quadratmeter. Aber das ist vollkommen ausreichend. Ich habe schon einmal 4 Jahre in einem knapp 200 Quadratmeter Penthouse gewohnt. Aber ganz ehrlich, so eine kleine Wohnung ist einfach viel einfacher sauber zu halten. Es unterstützt den Minimalismusgedanken. Man hat kürzere Wege und man kann sein Geld eben für sinnvollere Sachen ausgeben. Luxus ist für mich Geschichte, aber ich bin auch ehrlich genug zu sagen, dass wenn ich den ausschweifenden Luxus noch nicht erlebt hätte, dann würde es mir nicht so klar sein, dass eine kleine Wohnung einfach die bessere Wahl wäre. Reichtum ist leider oftmals notwendig, um die Erfahrung zu machen, dass Reichtum eben nicht notwendig ist, um Erfüllung zu finden. Erfüllend ist eine moralisch einwandfreie Arbeit. Und die Erfahrung habe ich letztes Jahr machen können. Und natürlich auch ein bewusstes Leben, was da mit einhergeht. Natürlich könnt ihr mich auf der einen Seite des Bildschirms betrachten und euch auf der anderen Seite einfach für euer Leben Inspiration, Unterhaltung oder Wissen aus meinen Videos rausziehen, aber eventuell habt ihr dieselben Ideale wie ich oder ähnliche und wir können ein, ein gemeinsames Lebensgefühl weiterentwickeln und entsprechend die geistige Evolution der Menschheit vorantreiben. Entsprechend werde ich auch weiter mich immer mit den Menschen auch real treffen, die sich dieser Idee der Nächstenliebe und der geistigen Evolution zugehörig fühlen. So oder so bedanke ich mich für Eure Unterstützung in der Vergangenheit und auch in der Zukunft.
Wenn ihr selber kein Geld übrig habt, aber das Gefühl habt, mich und mein Projekt unterstützen zu wollen, könnt ihr das online eben genauso tun, wie wenn ihr über Geld verfügt und mich mit einem Beitrag über Patreon monatlich unterstützen wollt. Ich werde weiterhin, solange ich dazu in der Lage bin, auf YouTube weitermachen und euer Leben hoffentlich bereichern. Einfach weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Wir sehen uns morgen mit den ersten Rohkost Food Diary wieder und ich habe auch ein kleines Rohkost Experiment gewagt. Ich freue mich auf Euch und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian.